Cheryl Teagues, geil! Dad, erzählst du uns noch mehr von der Geschichte von dem Jesuskind? Klar. Dann hört bitte alle gut zu, während ich euch den Rest von diesem Geschwafel reindrücke. Ihr erinnert euch, Maria und Josef waren unterwegs nach Bethlehem. Oh, siehst du das? Ich weiß noch, wie das alles Wüste war. Wenn das Kind da ist, können wir es vielleicht zu Hause unterrichten. Ich kann bis 9 zählen. Ja, schön. Kannst du mir noch mal erklären, wie es Gott geschafft hat, dich zu schwängern? Denn wenn du mir die Geschichte erzählst, dann ist sie glaubwürdig. Aber wenn ich es den Jungs auf der Arbeit erzähle, nehmen die sie auseinander. Also ihr zwei wollt nach Bethlehem, hä? Huh? Ich war da mal auf einer fetten Eselsparty. Oh mein Gott! Ich war ja sowas von besoffen. Und während Maria und Josef nach Bethlehem zogen, trafen drei weise Männer ebenfalls ihre Reisevorbereitungen. Hast du eine neue Frisur, Chris? Ja! Ist mir gerade aufgefallen. Hübsch. Hey, was ist das? Da steht, der König der Könige wird in Bethlehem geboren werden und wir sollen ihm die Ehre erweisen. Zeig mal bitte her. Hier steht drei Weise oder jemand aus der Gegend. Ich glaube, da müssen wir nicht persönlich hin. Ja, ich habe auch keine Lust drauf. Wollte deine Schwiegermutter dich nicht morgen besuchen? Und Abmarsch nach Bethlehem! Hallo Familie. Hallo Schatz. Oh, du mein Schnubbi-Dubbi-Nubbi-Schnubbi. Hören Sie auf, mich so zu nennen. Egal, was das Gesetz sagt. Sie sind nicht Peter Griffin. Sie sind James Woods. Ich hätte Sie warnen sollen. Sie kann morgen so ein richtiger Stinkstiefel sein. Mom, das ist wirklich komisch. Ich will, dass Dad wiederkommt. Ich nicht. Einen berühmten Vater zu haben, ist echt aufregend. Nicht so eine gespielte Aufregung, mit der man eine Ex-Freundin auf der Straße trifft. Rob? Hey! Hey, wie geht's dir? Ach, ist das schön, dich zu sehen. Ich freue mich auch, dich zu wie sehen. Wie geht's meinem Hund? Ich meine, deinem Hund. Oh, ich musste ihn weggeben. Du hast ihn nicht mehr. Ja, Dave ist allergisch. Dave, alles klar, es gibt also einen Dave. Toll, toll, Dave hört sich toll an. Er ist auch toll und seine Eltern sind echt wahnsinnig nett. Oh, schon bei den Eltern gewesen und sie sind nett. Zwei Daves sind alt. Was für eine Familie, oh, ist das schön, dich zu sehen.